ich habe hier was auf der Hand, beziehungsweise im Arm, nämlich meinen kleinen Beifahrer. Schaut mal. Da ist er. Da ist er, die Wurstnase. Jetzt das ja. 11 Kilo, leck mich am Arsch. Gut, so. Ich bin wieder da. Und wir können weiterfahren. So, los geht's. Hui. Ich bin Tom Husse. Guten Tag. Das ist halt jetzt nun mal leider so, dass der Hund aufs Klo muss und ja, ich mich dann nach ihm richten muss. Bitte links halten. Alter! Du blöder Hund! Unterdessen zieht auch die NATO wegen der angespannten Situation. So, da fahren meine Steaks. Verdammt. Auf den Top-Militär Teile ihrer Truppen aus dem Irak ab. Davor waren schon Teile des deutschen Kontingents abgezogen worden. So. Die Route fahren wir jetzt noch fertig. 450 Kilometer noch. Da muss ich meinem Hund erstmal was zu fressen machen. Er hat nämlich Hunger. Die CSU-Landesgruppe im Bundestag sagte sie, das sei eine Möglichkeit, wie sich die Unionsparteien im Vorfeld der Bundestagswahl 2021 aufstellen können. Ah, hier ist wieder mehr Werbung und Nachrichten als sonst. Wir haben 18 Uhr. Mehr als jeder zweite Internetnutzer ist im Vergleich. So, wir sind in Lyon und ich bin viel zu schnell. Laut Bitkom ist das ein Anstieg um rund 5%. Mehr von Tim Ritztop. Jetzt los. Am häufigsten werden ungefragt Daten weitergegeben. Jeder fünfte Hund dreht durch. Bei Einkäufen übers Internet abgezockt. Erster Aufenthalt in Lyon. Stimmt nicht, da war ich schon. Online-Banking. Etwa jeder Zehnte wurde massiv beleidigt bzw. sexuell belästigt. Grund für den Anstieg ist laut Bitkom, dass immer mehr online rechts halten zum Schutz und dann rechts abbiegen. Alter, wie 45 auf einmal so langsam sind. In Österreich ist die neue Biege nach rechts ab. Ja, ja, machen wir ja. Am Vormittag hat Bundespräsident van der Bellen Kanzler Kurz in der Wiener Hofburg vereidigt. Die konservative ÖVP stellt 10 Minister, die Grünen 4. Der Hund hat gerade seine 5 Minuten. Kann sein, dass ich, dass ich gleich nochmal rücken muss, wenn er jetzt hier mit den Schuhen von meiner Frau um die Ecke kommt. Morgen bleibt es dann bedeckt. Hin und wieder gibt es ein paar Tropfen von oben. Dazu ist es mit bis zu 9 Grad relativ mild. Er hat nur Knete im Kopf. Auf der Fahrbahn und auf der A45 Dortmund Richtung Gießen. Habt ihr gehört? Demnächst rechts abbiegen. 7 Kilometer Stau und stockenden Verkehr. Eierkopf. Biege nach rechts ab. Na Freunde, wie viele gute Vorsätze habt ihr bis jetzt schon gebrochen? Laut einer Studie sind die meisten guten Vorsätze spätestens jetzt... Wo muss ich denn, Alter? Deswegen mache ich mir gar keine, außer sinnvolle, wie zum Beispiel dieses Jahrzehnt. Noch mehr eurer Musikwünsche zu. Was denn, Bubi? Und das ist ein bisschen geschummelt, ich weiß, weil das mache ich gerne, fällt mir leicht. Also macht auch mit, helft mir diesen Vorsatz durchzuhalten. Was denn? Einfach eine Sprachnachricht mit euren Wünschen über die MyBob-App. Der erste Song ist für Janosch, er liebt Sam Fender und willst hat ihn schon dreimal live gesehen. Willst du auf den Schoß? Unfassbare Energie hat der Engländer auf der Bühne, schreibt er. Das ist That Sound für dich. Jetzt sind gerade seine 5 Minuten. Sorry, wenn ich ein bisschen abgelenkt bin, aber der ist einfach zu geil. Fängt da seine Hinterbeine. Zu süß. So, hier ist 80. Achtung, achten Sie auf die Alter, direkt am Schild schreit die Else. Alter, jetzt auch noch 70. Ist hier wieder Maut hier oder was? Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Alter, jetzt zuppelt er mir am Kopfhörerkabel. Lässt du bitte mein Kopfhörerkabel in Ruhe? Danke. Oh Mann, ey.
So, jetzt fahr doch mal da. Lass dich doch nicht. Alter, jetzt kommt der auch noch. Sag mal, wollt ihr mich hier verarschen oder was? So, wir machen jetzt mal hier die Spuren zu. Sag mal, der hintere LKW, der hat ja wohl komplett alle Sinne verloren, oder? Ich glaube, es brennt, echt. Er hatte Romagnieu oder so, kann das sein? Kannst du so schnell nicht lesen eben. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Was ist denn jetzt hier? Stau im Tunnel oder was? Super, da ich den vor mir jetzt hier so auf der Karte gar nicht... Ah, hier, Spurverengung, Alter. Oh, Baustelle. Sam, das sind meine Hausschlappen. Die lässt du bitte da, wo sie sind. Danke. So, auf die Gegenfahrbahn. Ui. Boah, eine große Baustelle jetzt hier. Sammy, was machst du denn da unten? Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Achtung, ja, halt die Klappe hier, das ist Freifahrtsschild. So, Turin. Wir nähern uns. 350 Kilometer noch. So, dann haben wir auch mal Autos transportiert. Finde ich cool. Das war ja ganz am Anfang. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Erste oder zweite Folge? Wieso bremsen die denn da vorne schon wieder alle? Weil keiner den LKW reinlässt. Ja, sorry. Aber du fährst ja eh nicht. Ersten oder zweiten Folge, glaube ich, war es. Da wollte ich unbedingt Autos transportieren. Jetzt haben wir's. Was denn hier für ein Gebremse, Freunde? Fahrt doch mal jetzt. So kommt man nie an. Alter, geht der voll in die Eisen. Seid ihr bekloppt? Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Nur zu früh gebremst. Nein!
Oh, nichts mehr zu trinken. Alter, die ziehen einfach rüber hier. Sag mal. Fahren wie die letzten Penner. Nur ich fahre richtig. Alter, was ist denn hier kaputt? Oh, da drüben steht die Polizei. Dann müssen sie hier wieder bremsen, wie die Bekloppten. Bums. Für die nächste Aufnahme muss ich mal gucken, woran es liegt, dass es sich nicht anpasst hier mit dem hell-dunkel, weil normalerweise, wie gesagt, bei mir ist hier alles schön hell. Ich meine, man kann das noch gut sehen, oder? Wieso, dass man gar nichts sieht jetzt? Kontrast und so ist auf jeden Fall ziemlich gut. Das ist bei mir jetzt hier gerade nicht so der Fall. Hab's ein bisschen zu arg hell gemacht. Aber ich wollte einfach, dass ihr was seht. Oh, was ist denn das für ein Lahmarsch da vor uns? Franz Hocke, fahr! Immer geradeaus. Ja, und immer dem Hayopai hier hinterher. Ich überhole den jetzt. So, Blinker raus und los geht's. Da gibt mir was auf den Keks hier. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Wieder Marinus aus Rosenheim. Er wünscht sich seinen absoluten Lieblingssong, Volbeat, verewigt. Damit grüßt er seinen Freund Thomas, der hatte am Sonntag Geburtstag. Ja, Mensch, Thomas, dann nochmal alles Gute nachträglich. Ich ja, von uns auch hier. Falls nicht, Thomas, hau rein. Jetzt nochmal die Möglichkeit. Radio laut und ab dafür. Immer geradeaus. Das ist doch cool. Volbeat höre ich auch gern. Die sind cool. Bern und Zürich. Kretzi, Kretzi! Boah, Hossa! Und noch alle Autos drauf hinten?
Schöne Brücke hier. Kilometer noch. Und dann sind wir angekommen in Zürich. Ich mag die Schweiz. Ich finde die cool. Vor allen Dingen mag ich die Schweiz aus einem Grund, weil die sich aus allem raushält. Was so politisch rundherum abgeht. Die sagen einfach, wir spielen nicht mit. Und schon ist Ruhe. Finde ich geil. Nein, wir spielen nicht mit. Ihr grüßt sie, aber wir spielen nicht mit. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Den überhole ich jetzt wieder ohne Blinker. Zack, einfach rausgeschert. Mit einem Affenzahn überholt. So. Halten wir hier wieder den ganzen Verkehr auf. Den nehmen wir auch noch gerade mit hier. Die bremsen doch da schon wieder alle. Oder sind es die Bullen da drüben vorne? Och nö. Immer jetzt, geradeaus. Jetzt gibt der Gas hier neben mir, oder was? Der Penner, hau ab. Straßburg und Zürich. Da ist die Polizei. Die sollten wir vielleicht rechts nicht überholen, oder? Ja, grüezi, die Polizei. Das ist zum Beispiel so eine Band, die geht gar nicht. Also ich liebe die Ärzte, aber die Toten Hosen gehen so gar nicht. Das ist so, ah, nee. Aber das war aber auch hier ein Kamikaze-LKW hier gerade, der Silo, oder das Silo hier vor uns. Leider kann ich nicht vorspulen, die Achtung, Musik. Achten ja. Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Oh, da konnte ich einmal jetzt ein bisschen schneller fahren, weil das Kack-Silo jetzt hier vor mir mal Gas gegeben hat. Kann aber auch nicht überholen. Da kommt immer geradeaus. Nur. Ja. Telefon gerade gebibbelt. Ein Glück hatte ich es lautlos. Schnarri, ich rufe dich gleich zurück.
Aber erstmal muss ich in Zürich ankommen. Ach, der fährt so bescheuert, dass ich nicht überholen kann, ey. Und wir riskieren es. Das hier ein Scheibentransporter. Links halten und dann bleiben sie immer geradeaus. Ja, wir sind ja links. Das war ja perfekt. Immer Zürich. Geradeaus. Sehr schön. Habe ich ja gar nichts falsch gemacht eben. Links halten und dann bleiben sie immer geradeaus. Oh, hier geht's nach Stuttgart. Oh, Beastie Boys. Beastie Boys gehen auch immer. Links halten und dann bleiben sie immer geradeaus. Links halten, ey. Da fahre ich gerade wieder schön rechts. Immer geradeaus. Rechtsfahrgebot. Und dann muss ich wieder links. So, jetzt fahre ich wieder rechts, dann muss ich wahrscheinlich gleich wieder links halten. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Okay. So, natürlich. Rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Rechts runter. So. Ausfahrt. Oh, ganz schön krasse, enge Schikanenkurven hier. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Oh jo, ich komme gerade von der Autobahn und soll jetzt langsam fahren. Das geht gar nicht, da spiele ich nicht mit. Erster Aufenthalt in Zürich. Hä, waren wir noch nicht in Zürich? Sind wir nur durch die Schweiz durchgefahren? Ja, grüezi! Merci vielmal, dass ich in Zürich einreisen darf. Das ist sehr nett. Links halten und dann links abbiegen. Oh, ey, die mit ihrem Links halten, ey. Na, zum Glück nicht. Rechts halten. Rechts halten. Rechts halten. Biege nach links ab. Ja, warte mal. Jetzt sehe ich die Ampel nicht. Geil. Warte mal. So, so sehe ich sie. Blinke ich noch? Das sehe ich nämlich gar nicht. Rechts halten. Und dann rechts abbiegen. Jawohl, machen wir. Biege nach rechts ab. So, diesmal bitte vor der, genau. Links halten und dann links abbiegen. Alter. Biege nach links ab. Jawohl, Chefin, machen wir. Demnächst rechts abbiegen.
Was heißt denn hier demnächst? Rechts abbiegen, okay, und dann links da abbiegen. Die Ampel ist aus. Da müssen wir in biege den Hof. Nach links ab. Ja. Das war eine schöne Fahrt. Ja. So, wo willst du die Ladung hinstellen? Alter, so ist natürlich übel. Wir machen so. So. Ach, guck mal, wie praktisch. Ich sehe nix. Das geht auch immer. Obwohl es ein bisschen psychedelic ist. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ich stehe doch. Hä? Ach nee, ich muss noch ein Stück vor. Ja, okay. So, absatteln. Schützenwellen gesenkt, Leitung getrennt und Sattelkupplung. Auch das. Bonus für dringende Lieferungen. Plus 6000. Sauber. Haben wir alles hinbekommen. Level 22 Meister. Könnt mich euren Meister nennen. Nee, müsst ihr aber nicht. Gut, dann würde ich sagen, wo ist mein Bubi? Da. Willst du nochmal zu mir kommen? Bei mir? Bitte leid. Komm, du müde Maus. Na komm. Komm, wir sagen noch Tschüss. Na komm hier. Du guck mich nicht an wie ein Auto. Wenn schon, dann wie ein LKW. Komm hier. Auf. Na komm. Er ist müde, er will nicht. Gut, dann sag ich auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich spiele das noch ein bisschen, weil das macht mir richtig Spaß, wenn es der kleine Mats hier zulässt. Ich hoffe, dass ich jetzt wieder ein bisschen Regelmäßigkeit reinkriege. Ich kann es allerdings noch nicht versprechen. Guckt mal ein bisschen auf Facebook bei mir auf der Seite, weil da werde ich wahrscheinlich dann immer mal was posten, falls was nicht hinhaut oder falls sich was Neues entwickelt oder wie auch immer. Folgt mir einfach auch auf Facebook und da kann ich euch auf dem Laufenden halten. Auf YouTube leider nicht, weil der Community-Channel da für mich nicht freigeschaltet ist. Der geht erst ab, ich glaube, ab 1000 Abonnenten oder so, kann ich darauf zugreifen und da dann reinschreiben. Müssen wir so lange noch mit Facebook vorlieb nehmen. Ja, habt noch einen angenehmen Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ich sag wie immer, tschö, mädö.